Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zuallererst möchte ich mich mal herzlich bedanken bei unserer Ministerpräsidentin und natürlich auch bei den anderen Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer dafür, dass sie die Mühe auf sich genommen haben, nach Brüssel gefahren sind und dort unsere Interessen vertreten haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das hat es in früheren Förderperioden so in dieser Form nicht gegeben. Und vor diesem Hintergrund ein herzlicher Dank, denn wir reden alle über die Weiterentwicklung von Mecklenburg-Vorpommern, wir reden über die Weiterentwicklung von Deutschland und natürlich reden wir auch über die Weiterentwicklung Europas. Für uns sind diese Mittel wichtig. Diese Förderung ist für Mecklenburg-Vorpommern wichtig. Aber lassen Sie mich, bevor ich auf die Mittel selbst noch mal eingehe, auch etwas zur Rolle der EU sagen. Herr Lerche würde wahrscheinlich sagen, da steht jetzt am Pult ein EU-Fanatiker. Fanatiker, habe ich gerade mal geguckt, ist jemand, der mit blindem Eifer irgendetwas verfolgt. Meine Damen und Herren, ich bin nicht blind, ich trage zwar eine Brille, aber ich kann auch sehr gut gucken. Allerdings kann ich mich auch ereifern. Ich gestehe es zu, ich ereifere mich dafür, dass wir Frieden haben. Und zwar 73 Jahre Frieden in diesem Europa. Und zwar auf dem Boden der Europäischen Union. 73 Jahre Frieden. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich anschauen, die Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg, und Sie können zurückgehen, ich sage diese Zahl jetzt einmal, 1000 Jahre. Sie werden keine 30 Jahre in diesem Zeitraum finden, keine 30 Jahre, in dem sich auf dem Gebiet der heutigen Europäischen Union die Leute nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Jetzt haben wir seit 73 Jahren Frieden. Das ist ein Verdienst dieser Europäischen Union. Eine Europäische Union, meine Damen und Herren, die im Übrigen nicht ohne Ecken und Kanten ist. Die hat Ecken und Kanten und die hat auch Dinge, die wir kritisieren. Auch Dinge, die verbesserungswürdig sind. Übrigens nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Deutschland. Wenn Sie sich beispielsweise die Bürokratie angucken oder schwerfällige Prozesse oder dass man mitunter auch Probleme hat, herauszufinden, wer denn jetzt wirklich verantwortlich ist. Meine Damen und Herren, aber der Rückzug zur Nation, wie der ein oder andere das hier im Hause auch gerne postuliert, führt uns in eine Sackgasse. Und ich habe vor wenigen Wochen einen Satz gelesen, ich kann Ihnen leider heute nicht mehr sagen, von wem er stammt. Ich meine, es war ein Kirchenmann, der hat etwas gesagt, was mich sehr beeindruckt hat. Und das würde ich jetzt gerne zitieren. Dieser Satz lautet: Wenn mehr als ein Land sagt, mein Land first, dann werden wir uns früher oder später auf Soldatenfriedhöfen wieder treffen. Zitat Ende. Und ich finde, das trifft's. Nationalismus wird uns am Ende in eine Sackgasse führen. Nationalismus hat uns immer dazu geführt, dass man sich auf Kriegsschauplätzen wieder getroffen hat. Das wollen wir nicht, meine Damen und Herren. Auch deswegen ist uns diese Europäische Union sehr wichtig. Einen zweiten Grund möchte ich nennen. Wir haben gerade vor kurzem erlebt, wie wichtig die Europäische Union ist. Unsere Partner über den großen Teich, die Amerikaner, machen Sicherheits- und Außenpolitik und sagen, es ist sicherheitsrelevant schwierig, wenn Stahl und Aluminium aus Deutschland nach Amerika geliefert wird. Das ist sicherheitsrelevant schwierig, haben uns die Partner gesagt. Und dann ist man auf Deutschland zugekommen und hat festgestellt, huch, das sind die Deutschen ja gar nicht für zuständig, das sind die Europäer. Und in diesen Gesprächen hat man dann festgestellt, das ist vielleicht dann doch eine Nummer zu groß und hat zumindest diese Zollvariante erst einmal ausgesetzt. Ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, das wäre nicht passiert, wenn wir Deutschland als Nationalstaat alleine dort aufgelaufen wären. Wir sind mit der Europäischen Union dort unterwegs und hier gilt der Satz, der schon immer gilt, gemeinsam sind wir stark. Ich möchte, dass wir stark sind, deswegen stehe ich zu dieser Europäischen Union. Meine Damen und Herren, Sorge bereitet mir aber auch, dass innerhalb der Europäischen Union der Zusammenhalt nicht der ist, wie ich ihn mir vorstelle. Ich will ein Beispiel nennen, für Sie sicherlich sehr interessant, das war die Bereitschaft, Migrantinnen und Migranten aufzunehmen. Es geht um Menschen, die vor Not, Krieg und Verfolgung geflüchtet sind. Und natürlich haben wir erlebt, dass Menschen nicht in Ländern Osteuropas aufgenommen werden, die aber von der EU deutlich profitieren. Und ich kritisiere das ausdrücklich, mich ärgert das. Wir haben erlebt, dass die nationalistischen Regierungen in einigen Ländern auch Vorbehalte geschürt haben gegen diese Menschen. Das ist alles etwas, was ich
was mich sehr ärgert, was ich zurückweisen möchte. Und ich sage, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wenn man Solidarität haben will, dann bitte auch in allen Bereichen. Und mein Vorschlag wäre, dass man die Migrationskosten künftig auch europäisch finanziert und alle daran beteiligt. Da sind beispielsweise auch die Länder, die nicht bereit sind, hier Menschen aufzunehmen, daran beteiligt. Meine Damen und Herren, so wie ich mir wünsche, dass die Kosten für Migration solidarisch von der EU finanziert werden, so wird in Brüssel auch darüber diskutiert, inwieweit man weitere Dinge finanzieren soll. Hier wird genannt die Sozialpolitik, große Themen, die man alleine nicht hinkriegt, wie die Bewältigung des Klimawandels, die umweltfreundliche Energieerzeugung oder die Sicherung der EU-Außengrenzen oder vieles anderes. Richtig ist, und das ist die Wahrheit, Herr Kolbe, der EU-Haushalt wird sinken, der Brexit wird kommen, das wissen wir. Und wenn man, wie Sie sagt, Sie werden das kritisch begleiten, wo gekürzt wird, dann muss man am Ende auch sagen, wo das Geld herkommen soll. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ja? Wenn das Geld weniger wird, dann ist das die logische Folge. In der EU wird darüber diskutiert, inwieweit man der EU andere Einnahmenquellen erschließt. Da ist davon die Rede, dass man Anteile an der Umsatzsteuer vielleicht erhebt oder eine eigene Kunststoffsteuer oder ähnliche Dinge. Das ist alles nicht ausgegoren. Richtig ist, entweder wir erschließen der Europäischen Union eigene Einnahmenquellen oder wir müssen mehr Geld bezahlen oder es wird weniger Geld zur Verfügung stehen. Das sind die Varianten. Meine Damen und Herren, es ist hier schon gesagt worden, 10 Milliarden Euro seit 1991 für Mecklenburg-Vorpommern. Schauen Sie sich um in unserem Land, schauen Sie sich in den Städten, Dörfern um, schauen Sie sich in den Betrieben um, schauen Sie sich die Infrastruktur an. An all diesen Dingen stecken europäische Mittel und das ist auch gut so. Vor diesem Hintergrund finde ich es richtig, dass die deutschen Ministerpräsidenten nach Brüssel fahren und dort dafür kämpfen, dass wir auch in Zukunft noch einen entsprechenden Anteil an den Mitteln bekommen. Im Übrigen, auch meine Fraktion hat sich darum bemüht. Wir sind im September letzten Jahres in Brüssel gewesen, hatten ein Gespräch mit Finanzkommissar Oettinger, um auch hier nochmal klarzustellen, dass bei aller guten Entwicklung, die wir in Mecklenburg-Vorpommern haben, auch künftig noch wichtig ist, dass Mecklenburg-Vorpommern hier Geld bekommt. Und wir haben ja auch wichtige Bereiche, die zu finanzieren sind. Die Ministerpräsidentin hat es schon angesprochen, der Bereich der Landwirtschaft, das ist ein ganz starker Bereich für uns in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Bereich muss natürlich auch weiterhin ausfinanziert werden. Und ich finde es gut, dass wir einen Landwirtschaftsminister haben, meine Damen und Herren, der ein eigenes Konzept vorlegt dafür, wie es mit den europäischen Finanzen in diesem Bereich, der ja am weitesten europäisch organisiert ist, weitergehen kann. Aber ich will auch die Fischer nennen oder so ganz konkrete Dinge wie Schulsozialarbeit oder kommunale Bauarbeit, Baumaßnahmen, der Hochwasserschutz, energetische Sanierung, Integrationsmaßnahmen, Forschungsprojekte und vieles, vieles anderes. Unterm Strich in dieser EU-Förderperiode 2,3 Milliarden Euro, die aus der EU kommen, Geld, das wir brauchen hier in Mecklenburg-Vorpommern für die Entwicklung. Und nun kann man sich wie die AfD hinstellen und sagen, ja, machen wir einfach einen auf Egoismus. Sie haben dargestellt, dass Ihnen die Montanunion gereicht hätte, die Europäische Gemeinschaft, das wäre das Höchste, was Sie anerkennen. Ich bitte Sie einfach mal, schauen Sie in den römischen Verträgen mal nach, welche Vision die Menschen dort hatten, die damals genau diese beiden Institutionen gegründet haben, die Montanunion und die Europäische Gemeinschaft. Sie werden überrascht sein. Denn das Ziel, das große Ziel, die EU zu schaffen, war damals schon da. Das war damals schon angelegt. Und wenn Sie die EU ablehnen, dann schauen Sie sich mal an, was mit der EU dazugekommen ist an wesentlichen Teilen. Habe ich gerade eben noch mal gemacht. Das ist nämlich die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Wollen Sie die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik nicht? Das ist die gemeinsame Justizpolitik. Inneres, das ist, wenn man Straftäter verfolgt. All diese Sachen. Ich bin davon ausgegangen, dass das für Sie etwas ist, was für Sie auch wichtig ist. Offenbar nicht. Meine Damen und Herren, diese Europäische Union ist die Lehre aus den letzten zwei großen Kriegen und diese Europäische Union ist uns wertvoll. Und dann haben Sie ausgeführt, eigentlich in Frageform, Sie wollten ja hören, dass Deutschland der größte Nettozahler ist.
Das Deutschland wird der größte Nettozahler sein, da gehe ich auch mal von aus. Da muss man hier auch nicht in den Berg halten. Aber wir sind auch größter Profiteur. Und da können Sie nicht, das ist eine Milchmädchenrechnung, wenn Sie es tun, Sie können nicht schauen, wie viel Mittel gehen nach Brüssel, wie viel Mittel fließen nach Deutschland zurück. Denn durch die Mittel, die da von Brüssel kommen, werden weitere Mittel gehoben, ist das Erste, meine Damen und Herren. Und das Zweite ist, ja, wir versuchen, Lebensstandards anzugleichen. Denn wenn Sie beispielsweise in einen polnischen Supermarkt gehen oder nehmen Sie einen spanischen oder einen Baumarkt gehen und gehen da mal durch die Regale und gucken mal, wo die Produkte herkommen, dann sind das Produkte, die zum Teil aus Deutschland, ich werde Ihre Fragen nicht beantworten, Sie können sich gleich hinsetzen, dann sind das zum Teil Produkte aus Deutschland, Produkte, Herr die Krüger, die Menschen nur kaufen einen können. Moment, Herr Fraktionsvorsitzender, das war jetzt zwar eine klare Ansage, aber im Grunde genommen haben wir ein parlamentarisches Verfahren. Ich habe Sie zu fragen, ob Sie eine Zwischenfrage zulassen, aber übers Hinsetzen entscheidet dann, ich glaube, der Fragesteller selber. Also ich gehe recht in der Annahme, dass Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Professor Weber nicht zulassen. Frau Präsidentin, Sie gehen recht in der Annahme. Jetzt können Sie fortfahren. Wenn Sie dann durch die Regale gehen, dann werden Sie feststellen, dass viele der Produkte aus Deutschland kommen. Und dann ist die Frage zu stellen, wovon kaufen die Leute das eigentlich? Die kaufen das dadurch, dass sie ein entsprechendes Wohlstandsniveau haben. Entsprechendes Wohlstandsniveau haben sie erreicht, auch weil man ihnen geholfen hat. Das ist eine Hilfe zur Selbsthilfe gewesen. Ja, etwas, was am Ende trägt. Oder gucken Sie weiter im Bereich des Maschinenbaus oder Windkraftanlagen, die wir exportieren, oder die landwirtschaftlichen Produkte, beziehungsweise das, was die Lebensmittelindustrie allein in Mecklenburg-Vorpommern verarbeitet. Wenn Sie da unterwegs sind, werden Sie feststellen, wie wertvoll das ist. Und erst wenn Sie das machen, haben Sie eine gesamtgesellschaftliche Rechnung. Erst wenn Sie das machen, können Sie den Wert der EU, zumindest wenn Sie den Wert der EU auf einen finanziellen Wert reduzieren wollen, zumindest dann können Sie den Wert der EU an dieser Stelle ablesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Ganze wird kommentiert hier drüben von Märchenstunde. Ich habe Ihnen dargestellt, wie wichtig das die EU ist für den Frieden. Ich habe Ihnen dargestellt, wie wichtig die EU ist im Zusammenhang, im internationalen Zusammenspiel, beispielsweise mit unseren Partnern der USA. Ich habe Ihnen dargestellt, wie wichtig die EU ist im Bereich der Wirtschaftspolitik, auch nach innen. Ich höre hier von der anderen Seite Märchenstunde. Ich sage Ihnen, diese EU ist wertvoll. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Ministerpräsidentin für ihre Mühe. Und wünsche uns weiterhin alles Gute. Besten Dank.